Jetzt läuft's gut, für mich persönlich auch. Schön getroffen, weil letzte Woche ein Assist. Jetzt bin ich drin. Die Mannschaft spielt super. Gegen die Offensive von St. Pauli musst du erstmal so wenig Torschüsse zulassen. Das geht nicht von jetzt auf gleich, dass man die Mannschaft dominieren kann oder bespielen kann. Von daher muss man ein Spiel finden. Es ist wichtig, da stabil zu sein, kein Gegentor zu fressen und sich dann ins Spiel einarbeiten. Und ich glaube, das haben wir über die Zeit sehr gut hinbekommen. Ja, da haben wir genau zur richtigen Zeit das Tor gemacht. Das war so wichtig für die Köpfe, für Selbstvertrauen. Und dann haben wir, glaube ich, ab dem Zeitpunkt schon das Spiel bestimmt und waren die bessere Mannschaft. Die Aktionen, die Chris für uns spielt, die sind enorm wichtig. Er ist ein dribbelstarker Spieler, der ja, mit dem Ball explodieren kann und 1 gegen 1 Duelle gewinnt. Ich habe gehofft, dass er vorbeizieht. Dann hat der Torwart ihn zum Glück prallen lassen und ich habe noch David geschrien, dass er ja den Kopf einziehen soll. Das hat er dann zum Glück gemacht und dann konnte ich ihn reindrücken. Wir haben auch gewusst, dass die St. Paulianer aus der Kabine kommen und natürlich ein Zeichen setzen wollen. Ich glaube, wir haben uns sehr gut dagegen gestimmt. Ich glaube, sofort einen frühen Ballgewinn gehabt, daraus die Ecke entstanden. Wir haben ja in Darmstadt vor 2 Wochen schon ein Standardtor gemacht. Wir sind echt gut bei Standard. Wir haben echt gute Kopfballspiele, auch gute Schützen und da können wir eigentlich noch mehr draus machen. Ja, und dann hat endlich mal Kevin Danz mal wieder eingeköpft. Jetzt heißt es ausruhen, morgen mal gar nichts machen. Ich hoffe, meine Frau lässt es zu. Klar, die Woche ist kurz. Mittwochabend schon. Wir haben 2 Tage Vorbereitung auf Paderborn. Ähnlich intensives Spiel. Ich glaube, Paderborn, die Spielweise kennt man. Viel im Sprint, viel im Konter, viel Pressing. Müssen wir uns auch darauf einstellen und bestpräpariert nach Paderborn fahren.